Ja, ich hoffe, wir sind schon technisch hier drüben. Ich darf Sie auch nochmal ganz herzlich zu unserem Panel begrüßen. Und da ich ein ganz furchtbares Namensgedächtnis habe, würde ich jeden in der Runde kurz bitten, sich einmal vorzustellen, auch diejenigen, die vorhin schon in der letzten Paneldiskussion waren, weil es ja sein kann, dass sich erst Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt zuschalten. Wir gehen mal reihum durch. Ich fange mal links außen bei dir an. Ja. Dann auch in dieser Runde nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Marius Löwe. Ich bin vorrangig hier heute in meiner Funktion als erster Vizepräsident bei eSport NRW, also dem Landesverband für eSport in Nordrhein-Westfalen. Hauptberuflich bin ich General Manager und Geschäftsführer vom Profi-Esport-Team der Angry Titans und Vorstandsvorsitzender beim Amateur- und Breiten-Esport-Verein eSports Cologne. Ja, von mir auch vielen Dank. Mein Name ist Martin Vormich-Brückner. Ich arbeite beim Spiegel. Ich habe lange Zeit mit meinem Kollegen Tim Pomerenke im Bereich Gaming und E-Sport gearbeitet. Ich glaube, deswegen bin ich auch eingeladen. Und mittlerweile arbeite ich als Redakteur im Daily Podcast, habe mich da aber auch mit tatsächlich dem Thema Spiele und Jugendgefährdung beschäftigt. Dann überspringe ich mich mal kurz und darf sagen, wir sollten in der Theorie, ich hoffe, es passt auch noch, Herrn Dr. Kai W. Müller zugeschaltet haben, der in der Ambulanz für Spielsuchtklinik und, oh Gott, ja, Herr Müller, können Sie sich kurz vorstellen? Ich mache das, ich übernehme das. Dankeschön. Ja, erstmal freue ich mich, dass es geklappt hat, war ja so geplant, dass ich in Präsenz da bin und jetzt ist aber schön, dass ich trotzdem teilnehmen kann über unsere virtuelle Connection. Ja, mein Name ist Kai Müller, ich bin Diplompsychologe und arbeite in der Ambulanz für Spielsucht an der Universitätsmedizin in Mainz, wo wir also einen sehr speziellen Fokus haben, aber glaube ich trotzdem passend für die Runde. Wir beschäftigen uns da nämlich seit ein bisschen mehr als 14 Jahren mit dem Thema suchtartige Computerspielnutzung. Oder wie es jetzt im ICD-11 heißt, Gaming Disorder, Störung durch Computerspielen. Und sind da also klinisch, psychologisch, psychotherapeutisch, aber auch wissenschaftlich diagnostisch tätig. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Runde hier heute. Wenn ich unseren zweiten virtuellen Gast auch kurz begrüßen darf und er sich vorstellen würde. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Timo Schöber, mein Name. Bin im E-Sport unterwegs, schon seit über 20 Jahren inzwischen, seit einigen Jahren schwerpunktmäßig im Schreiben und in der Forschung und bin unter anderem an der Viadrina in Frankfurt-Oder tätig, wo wir uns mit ökonomischen Fragen zum E-Sport und dem Gaming befassen. Und da haben wir uns auch befasst mit Geschäftsmodellmustern, die Kinder und Jugendliche beeinflussen können. Danke sehr. Ja, Niklas Zimmermann, der Name, Geschäftsführer der Skillshot Consulting GmbH, sitzen hier auch in der eSport Factory und sind eine Agentur für eSport, die im Schwerpunkt viel im HR-Bereich macht, aber natürlich auch mit klassischem Marketing zu tun hat. Und gerade bei klassischem Marketing sind wir dann auch eben immer bei Geschäftsmodellen, die damit zu tun haben, haben auch mit Glücksspielunternehmen zu tun gehabt, die natürlich auch Geschäftsmodelle haben und die vor allen Dingen sehr, sehr sauer sind, weil die Games-Industrie ja momentan mit den Lootboxen richtig viel Geld verdient, die Glücksspielindustrie sehr stark reguliert ist, die Games-Industrie gar nicht reguliert ist und das natürlich in deren Augen nicht ganz hinkommen kann. Ja, ich bin Ken Eckstein, ich bin Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Ruhr-Uni in Bochum, beschäftige mich unter anderem auch mit so Fragen der Digitalisierung, also sowohl strafprozessual als auch strafrechtlich. Ja, und bin sehr froh, dass ich heute hier sein kann. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass Sie alle in Präsenz und auch virtuell zugeschaltet sind und sich die Zeit genommen haben. Und insbesondere auch nochmal vielen Dank an Herrn Müller. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, warum Sie verhindert sind. Wenn Sie wollen, können Sie es selber sagen. Also umso mehr, wenn man gerade angeschlagen ist, sage ich es einfach mal nur so, dass man dann trotzdem sich dann zuschaltet, ist keine Selbstverständlichkeit. Nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, dann haben wir natürlich eine Runde aus, das war auch der Witz der Sache, wenn ich es mal sagen darf, aus Experten in allen Bereichen. Und ich fände es natürlich ungeheuer spannend, dass wir das Ganze aus verschiedenen Perspektiven beleuchten würden, weil wir in diesem Brainpool, in dem wir jetzt gerade zusammensitzen, der wird nicht so oft zusammenkommen. Und ja, fangen wir einfach mal mit den Medien an. Weil die Medien geben uns das wieder, was die Bevölkerung wahrnimmt. Wo sehen Sie denn oder was haben Sie denn mitbekommen als die Brennpunkte gerade in Bezug auf die virtuellen Gegenstände,
was die Bevölkerung interessiert, worüber Sie auch berichtet haben, was wir diskutieren können, was geschehen muss, was schon jetzt Lage ist, oder wo Sie vielleicht auch Fragen haben. Ja, Fragen habe ich sicherlich einige, besonders vielleicht an Dr. Müller, aber vielleicht kurz zu unserer Recherche, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, uns auch damit zu beschäftigen mit Lootboxen. Tatsächlich hatten wir uns prima mit einem anderen Thema beschäftigt, und das war Wetten im E-Sport. Und da haben wir irgendwie in Deutschland ein bisschen geguckt, was wir da finden können, und sind dann aber auf einen Wissenschaftler in England gestoßen, der uns da ein bisschen was zu erzählen konnte. Und zwar, wie Wettunternehmen natürlich auch im E-Sport versuchen, möglichst an junge Leute ranzukommen, damit man, ich meine, ist ja ganz gut, wenn einer mit 16 anfängt, schon eine Affinität zum Wetten zu entwickeln, dann hat man den relativ lange als Kunden. Und in dem Gespräch mit dem Wissenschaftler sagte der uns dann nachher noch, was auch interessant wäre, weil es da eine Studienlage zu gibt und in England das ein großes Thema ist, ob wir uns da nicht auch nochmal mit Lootboxen auseinandersetzen wollen. Und tatsächlich habe ich dann das Thema nochmal aufgegriffen für einen anderen Podcast, und zwar unseren Spiegel Daily Podcast. Und da habe ich gedacht, das ist ein interessantes Thema, weil wir haben das aufgehangen an einem Spiel, tatsächlich FIFA von EA Sports, weil ich da halt relativ markant fand, dass die USK 0 ist und Lootboxen in dem Team, also in dem Spiel auf jeden Fall eine, ja, wenn man Ultimate Team spielt, das weiß, glaube ich, jeder, der zuguckt, eine unfassbare Rolle spielen. Und ich habe mich da hauptsächlich dann auch über englische Sachen informiert und dann herausgefunden, dass das in England wirklich ein großes Thema ist. Also Electronic Arts und Fortnite waren eingeladen, um bei einer Ausschusssitzung des Parlaments Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, jeder, der sich mit den Themen Lootboxen so auseinandersetzt und auch den internationalen Markt betrachtet, der kann sich an diese Anhörung erinnern oder vielleicht wirklich an eine einzige Passage, wo nämlich die Marketingleiterin von EA Sports sagt, naja, wir nennen es nicht Lootboxen, sondern Surprise Mechanics. Ja, das ist dann wird da so ein Reframing versucht, und es gibt halt auch in England, ich meine, das wäre die Universität Plymouth und Wolverhampton gewesen, da gibt es halt wirklich Studien, die zeigen, dass das Suchtrisiko für Jugendliche, die schon Erfahrungen mit Lootboxen gemacht haben, also nachher wirklich spielsüchtig zu werden, 4- bis 6-fach höher ist. Und da sehe ich dann, ja, ich hatte mit dem Kollegen Lennart Brüggemann viele Unterhaltungen darüber, weil der uns als Rechtsbeistand damals bei einer Folge mal zur Verfügung stand. Ich sehe halt wirklich nicht, wo der Unterschied zwischen, also aus der gesellschaftlichen Perspektive, weil die interessiert uns als Spiegel nicht unbedingt die Rechtsfragen, sondern uns interessiert eher die Perspektive, wie schützt man dann Kinder davor? Also wo ist der Unterschied zwischen simuliertem Glücksspiel und Glücksspiel? Weil der Unterschied zwischen Gewalt und simulierter Gewalt, der scheint ja trotzdem zu rechtfertigen, dass alles ab 18 ist, was mit simulierter Gewalt zu tun hat. Und das war das, was uns halt sehr interessiert hat. Und da sind, glaube ich, ja, noch, ja, für uns noch viele offene Fragen, ja. Ja, ich glaube, der Herr Müller, ich glaube, da sind Sie direkt angesprochen, würde ich mal sagen. Können Sie das irgendwie für uns erleuchten? Das ist jetzt aber ein ganz großer Auftrag schon. Also erstmal, ja, ist es so, dass gebe ich grundsätzlich diesen Bedenken, die da mitschwangen, durchaus recht. Also ich habe es ja vorhin gesagt, wir sind jetzt nicht eine reine Behandlungseinrichtung und auch nicht eine reine Diagnostikeinheit, sondern wir machen auch seit besagten 14 Jahren sehr, sehr viel Hintergrundforschung zum Bereich Computerspielsucht. Aber unser zweiter Schwerpunkt ist eben auch die Glücksspielsucht, ja? Also das ganz Klassische, ja? Um Geld zocken. Und wir sind schon relativ früh, ähnlich wie die englischen Kolleginnen und Kollegen, darauf gekommen, dass so dieser zunehmende Trend in Computerspielen eben so Monetarisierungsstrategien einzubinden, ja? Also beispielsweise über die eben erwähnten Lootboxen oder die Surprise Mechanics, ja, dass das natürlich nochmal einen Punkt darstellt, der, und das möchte ich mittlerweile schon so offen vertreten, der das Suchtpotenzial von bestimmten Computerspielen durchaus erhöht. Ne? Also es gibt bei Computerspielen eine ganze Reihe von kritischen Spielmechaniken, die ein Spiel, sage ich mal, ein höheres Potenzial verleihen, dass es bei dem einen oder dem anderen Spieler
oder Spielerin in einen unkontrollierten, suchtartigen Konsum mündet. Und relativ klar, das zeigen auch ein paar Studien, die wir dazu gemacht haben, auch an repräsentativen Jugendstichproben. Ein ganz kritisches Merkmal sind eben besagte Lootboxen. Also die erhöhen auch das Suchtpotenzial um einen deutlichen Faktor. Also ich glaube, bei uns in der Studie war es Faktor 4. Und von daher sehe ich das schon auch als einen ganz, ganz kritischen Punkt, der sicherlich auch im Rahmen von Verhältnis- und Verhaltensprävention auf jeden Fall adressiert werden sollte. Und vielleicht noch ein ergänzender Punkt dazu, ohne zu sehr meine Redezeit überzustrapazieren. Aber das habe ich vorhin bei der Vorstellung nicht gesagt. Ich bin auch erster Vorstandsvorsitzender vom Fachverband Medienabhängigkeit. Und anders als in meinem hauptberuflichen Tätigkeitsfeld, der Ambulanz für Spielsucht, ist der Fachverband Medienabhängigkeit als gemeinnütziger Verein vor allen Dingen eben auch an so Präventionsfragen interessiert. Ja. Und auch hier haben wir schon vor ein paar Jahren mit verschiedenen Petitionen, offenen Briefen und so weiter und so fort versucht, auf das Thema Lootboxen als kritische Spielmechanik aufmerksam zu machen. Darf ich da direkt nochmal nachzufragen, weil die Problematik, die du gerade aufgeworfen hast und die Sie auch gerade besprochen haben, war genau Gegenstand eines Interviews, was ich für Wieso ZDF, die Ausstrahlung müsste diesen Monat sein, ging um FIFA Ultimate Team und die Surprise Mechanics. Und da war folgende Sache in der Diskussion. Der Herr Mohr, der damals mich interviewte, sagte, dass die Behörden, jetzt greife ich dem ZDF ein bisschen vor, ich hoffe, das ist in Ordnung, gesagt haben, naja, es wird ja kein Roulette abgebildet. Das habe ich auch in meinem Vortrag heute Vormittag schon angedeutet. Und deshalb, es wäre kein Glücksspiel. Und jetzt machen die Behörden meines Erachtens einen Denkfehler. Also sie sagen, naja, Gewalt und virtuelle Gewalt, naja, es ist nachgebildete Gewalt. Aber für die Suchtgefahr und damit für die Gefahr der Entwicklung von Minderjährigen, und das denke mal, ist das, worum es jetzt geht, und das ist das, was 10b Jugendschutzgesetz auch meines Erachtens regeln möchte, ist es doch egal, ob ich jetzt ein Roulette abbilde und deshalb eine Glückskomponente habe, die einen Kitzel auslöst und die Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigen könnte. Oder ob ich etwas habe, was nicht typischerweise virtuelles Glücksspiel ist, dass ein Apparat oder ein Mechanismus abgebildet wird. Die Wirkweise, der Zufall führt, ich meine, ich bin jetzt kein Psychologe, ich hoffe, wenn ich was falsch sage, korrigieren Sie mich, führt zu einem Dopaminausstoß, Glückshormon. Und deshalb, oh, ich habe gewonnen, schön, ich will. Oder ich habe den guten Spieler XY, ich habe den X, ich habe den Z, ich will jetzt keinen Namen nennen, sonst oute ich mich als Bayern-Fan, der ich ja bin. Ups, doch geschehen. Nein, also, was soll ich sagen? Also diese Faktoren dort, macht das denn, muss es virtuell dargestellt werden für die Suchtgefahr oder ist es nicht doch in Wirklichkeit einfach nur the mechanic? Herr Müller. Ja, also wie Sie es schon richtig vermuten, aus psychologischer und auch neuropsychologischer oder neurowissenschaftlicher Sicht ist das wurscht. Ne? Da braucht es nicht das klassische Roulette, ganz und gar nicht sogar, sondern da geht es genau um diesen Zufallsfaktor, ne? Und so diese Erwartungsspannung und Erwartungshaltung, die man eben entwickelt, wo man dann, sage ich mal, den Moment abwartet, was kriege ich denn jetzt sozusagen zugelost? Ist das eher ein Hauptgewinn oder eher nicht so der Hauptgewinn? Und das ist genau der Hook, der sozusagen dann ausgelegt wird und der auf psychologischer Ebene das wichtige Moment darstellt. Und vielleicht im Wege dazu nochmal, weil Lootboxen, illegales Glücksspiel, heute Morgen angedeutet. Du hast es angesprochen. Herr Eckstein, also Sie hatten ja auch in Ihrem Vortrag schon dazu was gesagt. Wie sehen Sie es hier? Jetzt dürfen Sie auch frank und frei von der Wissenschaft etwas lockerer sprechen, wenn Sie wollen. Also diese ganze Glücksspielthematik ist tatsächlich, das kann man vielleicht mal so ein bisschen nochmal mit einbeziehen, ist eine Thematik, wo zuletzt auch das erste Mal, soweit ich mich erinnern kann, ein Verbotsirrtum für möglich gehalten wurde. Man muss sich ja mal in den Spieleveranstalter hineinversetzen. Ne? Also die gehen bestimmt nicht davon aus, dass sie ein verbotenes Glücksspiel machen. Jetzt habe ich so ein bisschen rundherum gekreist. Also ich kann zunächst mal festhalten, wir haben im StGB einen Straftatbestand, der heißt unerlaubte Veranstaltung von Glücksspielen. Der Glücksspielbegriff ist problematisch, der ist sehr schwer in den Griff zu bekommen. Also man wird wahrscheinlich unterscheiden müssen, entscheidet vor allem das Glück oder entscheidet die Fähigkeit und irgendeine Fertigkeit so. Das wäre so eine Unterscheidung, die man treffen müsste. Entschuldigung, was bei Lootboxen ja unproblematisch ist, ja, da gibt es kein Skill, da gibt es nur Luck. Ja, genau. Und
In der Tat, wenn wir zum Ergebnis kommen, dass es ein Glücksspiel ist, dann sind wir auch relativ schnell im Bereich des Strafrechts, weil dann haben wir eine Erlaubnispflicht und wenn keine Erlaubnis besteht, haben wir plötzlich eine Strafbarkeit. Aber ich kann nur noch mal daran erinnern, dass bei den Sportwetten in den letzten Jahren darüber sehr stark diskutiert wurde, was ist eigentlich erlaubt, was verboten. Und man ist tatsächlich da höchstrichterlich auch zum Ergebnis gekommen, dass dann unvermeidbare Verbotsirrtümer vorliegen, weil man einfach sozusagen als potenziell Rechtsunterworfener gar nicht mehr genau weiß, was man da darf und was man nicht darf. Und ich würde vermuten, dass es hier ähnlich laufen würde, wenn wir jetzt zum Ergebnis kommen, dass solche Effekte in Spielen plötzlich Glücksspiel sind und damit erlaubnispflichtig und keine Erlaubnis vorliegt, da würde das Strafrecht wahrscheinlich über diesen Trick sich raushalten, bis die Sache erstmal geklärt ist. Und das ist, glaube ich, auch für das Strafrecht irgendwie vernünftig, weil das Strafrecht ist eigentlich dafür da, die Dinge, wo sich die anderen Teile der Gesellschaft einig sind, dass die verboten sein müssen, die noch zu sanktionieren. Aber wir sind jetzt nicht die Pioniere sozusagen, die dann plötzlich reinkrätschen und sagen, also zumindest richtigerweise, rechtspolitisch richtigerweise, nicht die Pioniere, die dann plötzlich auftreten und sagen, da kommt so eine Idee auf, also machen wir erstmal eine Strafbarkeit. Da müsste man erstmal, glaube, würde ich jetzt dafür plädieren, erstmal so einen Konsens herzustellen, versuchen, wie ist das genau? Genau, deswegen würde ich mich so ein bisschen defensiver positionieren. Aber in der Tat, rechtlich gesehen, sobald wir ein Glücksspiel feststellen und dafür gibt es keine Erlaubnis, dann ist es strafbar. Aber ich erinnere mich doch, Glücksspiel braucht natürlich die Gewinnkomponente. Und insofern ist die Frage wieder, kann man das Geld auch wieder rausholen irgendwo? Da darf ich mal verweisen auf einen guten Aufsatz aus der NJW 2020, Ende des Jahres. Speziell ist das mal beleuchtet worden, auch Lootboxen im Zivilrecht. Dort und der Glücksspielfaktor. Aber jetzt habe ich so viele Experten einzeln angesprochen. Ich möchte natürlich auch nicht nur jetzt hier moderieren und jeden dran nehmen, sondern ich möchte eigentlich auch gerne, dass Sie sich einbringen. Wo sehen Sie Probleme? Und wenn ich da jetzt einfach mal in die Runde fragen darf, ich fange mal links bei mir an und sehe ein Kopfnicken. Ja, also ich würde gerne einmal grundsätzlich hinterfragen in die Runde, weil ich bin jetzt nicht der absolute Experte, aber meinem Kenntnisstand nach ist es sehr schwierig, wirklich Zufall über einen Algorithmus im Internet darzustellen. Es heißt also, eigentlich haben wir die Möglichkeit von jedem Publisher innerhalb der Mechaniken, die er in sein Spiel einbaut, frei den Consumer zu manipulieren, meiner Kenntnis nach. Das heißt, er kann also frei entscheiden, wann auch gewonnen wird und mit welcher Häufigkeitswahrscheinlichkeit oder vielleicht auch einfach frei auf. Das heißt, ist es denn wirklich Glücksspiel, wenn es gar keine wirkliche Zufallskomponente gibt, sondern das Ganze immer noch, ohne dass es einsehbar ist, intransparent entschieden werden kann, nach welchen Maßregelungen ein Gewinn stattfindet oder nicht. Und somit auch auf psychologischer Ebene der Konsument am Ende dahin geleitet werden kann, dass dieses Suchtpotenzial komplett entfaltet wird. Was im wirtschaftlichen Interesse des Publishers offensichtlich ist, weil er damit eine Menge Geld machen kann. Also ist es dann wirklich Glücksspiel oder ist es dann doch kein Glück, weil hinterher jemand entscheidet? Ich denke mal laut. Ob es taugt, weiß ich nicht. Das weiß ich immer erst nachher, wenn die Worte meinen Mund verlassen haben. Glücksspiel setzt meines Erachtens voraus, dass aus Sicht desjenigen, der spielt, der Zufallsfaktor da ist. Das bedeutet also, ich muss nur dran glauben, dass ich eine Gewinnchance habe. Stellen Sie sich vor, wir hätten früher eine Tombola gehabt und es gibt nur Nieten. Dann hätte eigentlich der Veranstalter genau gewusst, dass es gar kein Glücksspiel ist, sondern dass es eine reine Abzocke ist. Aus Sicht derjenigen, der ein Los nach dem anderen kauft, müsste es aber dann entsprechend ein Glücksfaktor sein. Aber ich glaube, der Experte für diese Frage ist eher Herr Eckstein, ne? Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ein bisschen was kann ich dazu beitragen. Geht aber in die gleiche Richtung, wie Sie auch gedacht haben. Also das Glücksspiel setzt nicht voraus, dass es nur Glück ist. Deswegen sind zum Beispiel auch Sportwetten tatsächlich darunter gefasst worden, wo man ja als Wettender schon denkt, man hat so viel Ahnung von der Liga, auf die gewettet wird, dass man eigentlich schon was weiß, wie das Spiel ausgehen wird. Trotzdem, der Einfluss des Spielgeschehens an diesen Tag ist Zufall genug. Von daher, wir brauchen keinen reinen Zufall. Das muss nicht rein zufallsabhängig sein, deswegen hätte ich da das Bedenken sozusagen nicht. Kann man da vielleicht die Parallele eben zählen zu der Sache, die immer bei Sportwetten diskutiert wird? Das war Texas Hold'em Poker, wo man sagt, es ist sehr viel Skill. Weil auf hohe Sicht gesehen, statistisch gesehen, gewinnt der bessere Spieler mehr. Aber das einzelne Spiel kann man verlieren. Und ich habe damals in den Glücksspiel-Staatsvertragskommentaren nachgelesen und da wird auch tatsächlich diskutiert. Nach dem Motto, wie sehr ist es Glück? Bei den Draw-Poker-Varianten hat man gedacht, es ist reines Glück. Bei Texas Hold'em gab es auch tatsächlich Gerichtsentscheidungen, die gesagt haben, nee, Skill-Level ist da schon entscheidend. Das heißt, man merkt, es kann eben eine Glückskomponente drin sein. Ich glaube, überwiegend steht, glaube ich, im Glücksspielstaatsvertrag drin. Holger, nickst du? Herr Dr. Jakob sitzt im Plenum und nickt. Der ist mein Experte dazu. Deshalb, Holger, danke, stimmt. Und
Da sind wir da auf jeden Fall, glaube ich, mit diesem Faktor schon mit dabei. Aber wir wollen das Ganze nicht nur aus juristischer Perspektive betrachten. Deshalb schaue ich mal nach Frankfurt. Ja, also ich differenziere über Lootboxen immer ganz gern ein bisschen, weil auch in der Wissenschaft ist ja häufig nur von der Lootbox die Rede. Ich finde, da gibt es schon noch eine Abstufung. Also es gibt ja einmal die Lootboxen, die kauft man zum Beispiel in League of Legends oder in anderen MOBAs und zieht zufällig da einen Skin raus und freut sich dann vielleicht. Aber es gibt ja auch Lootboxen, ich denke da an das ein oder andere Spiel von EA, die über Pay-to-Win funktionieren, wo ich also quasi Lootboxen kaufen muss, um Gegenstände zu bekommen, die mich auch im Spiel besser machen. Ich finde, das ist nochmal ein zusätzlicher Faktor, der das Ganze erschwert. Und wenn wir bei FIFA sind, das ist von FIFA gesprochen worden, da muss ich die Lootboxen einerseits auch aus Pay-to-Win-Gründen kaufen, wenn ich den Food-Modus habe, also FIFA Ultimate Team. Und ich muss die Lootboxen jedes Jahr wieder neu kaufen. Weil nach einer Saison, wenn das neue FIFA rauskommt, zumindest ist es aktuell noch so, auch wenn sich FIFA jetzt ändern wird, werde ich dann die Karten in der neuen Saison wieder neu ziehen müssen und mir ein neues Team zusammenstellen müssen. Auch das, finde ich, ist nochmal ein erschwerender Faktor, als wenn wir nur von kosmetischen Gegenständen sprechen, mit denen wir uns in Frankfurt in erster Linie beschäftigen. Finde ich diese beiden Lootbox-Versionen, wo es dann eben auch um Spielstärke geht und wenn ich wirklich mithalten will, muss ich die dann auch kaufen, ist schon nochmal ein erschwerender Faktor, finde ich, wenn wir über Glücksspiel sprechen. Naja, wobei, ich frage nochmal kurz die äußeren Sachen. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Wer damals nicht die Nike-T-Shirts hatte, sondern wie ich in C&A gekleidet war, da war er out. Derjenige, der dann irgendwie das aktuelle Shirt von irgendjemandem trug, der war in. Ist das nicht in Wirklichkeit alter Wein aus neuen Schläuchen, auch aus psychologischer Sicht? Weil Sie untersuchen es dort und guck mal zu Herrn Müller. Derjenige, der mit dem Standard-Avatar rumläuft, der ist doch ein Loser, der ist doch langweilig. Der mit dem hippen neuen Skin, das ist mega, das ist hip. Wie sieht's da aus? Finden Sie da untereinander? Jetzt muss ich das Netz mal versuchen, miteinander zu verbinden. Ja, sehe ich schon ähnlich. Also beide Positionen haben, glaube ich, einen Punkt. Die steuern aber auch die menschliche Psyche ein bisschen unterschiedlich an. Ne? Also es gibt, um da mal so ein bisschen, das ist dann aber schon sehr in die Tiefe gehend, aber trotzdem mal so ein bisschen in die Tiefe zu tauchen. Es gibt Patienten mit einer Computerspielsucht, die schon sehr, sage ich mal, in Richtung, also phänomenologisch in Richtung Glücksspielpatient gehen, ne? Die aber keine klassischen Glücksspiele nutzen, aber die eben sehr stark auf Computerspiele abfahren, bei denen eben gerade nicht das Kosmetische eine Gewinnkomponente darstellt, sondern eher wirklich das Spielerfolgsbezogene. Ne? Das sind also Leute, die so sehr in Richtung Sensation-Seeking gehen, ne? Also wirklich so Arousal-Niveau steigern und so weiter. Und dann gibt es eben Patiententypus, bei denen spielt das, wie Sie es eben gesagt haben, das Kosmetische auf jeden Fall eine ganz große Rolle. Ne? Also wo das so sehr, ich sag mal, selbstwertrelevant ist. Und ich fand die Analogie jetzt mit den Klamotten auf dem Schulhof gar nicht so schlecht. Das trifft schon ziemlich gut. Und der alte Wein in neuen Schläuchen trifft es in dem Fall für diesen Subtypus von Patienten auch ziemlich gut. Ja, das sind dann eben Leute, die sehr stark auf diese kosmetische Aufwertung abfahren, ne, und darüber dann natürlich auch in so eine Suchtspirale reinrutschen können. Ne. Sind das dann insbesondere Kinder? Ja, also sind Jugendliche, aber auch junge Erwachsene. Ne? Also ich bin da immer nicht so Fan davon. Ich weiß, aus juristischer Perspektive ist das ganz wichtig, aber so aus unserer klinischen ist es sowieso immer eine Frage, wo hört das Jugendalter auf und wo beginnt das Erwachsenenalter. Ne? Also wir haben sehr, sehr viele Patienten und Patientinnen auch, die sich so im jungen Erwachsenenalter, so 20 plus, bewegen. Und die natürlich genauso an diesen eben erwähnten Spielmechaniken hängen bleiben. Und genauso haben wir 14- bis 18-Jährige, für die das Gleiche gilt. Und vielleicht, was mich an der ganzen Sache auch stört, die Differenzierung fand ich total gut, wenn man sich jetzt da so einen Skin aussuchen kann aus 5. Also man kriegt einen von 5 Skins, die alle gleich viel wert sind. Das ist eine tolle Sache, also diese Differenzierung mit den Lootboxen und dem Pay-to-Win. Das ist auch was mich primär aus Spielerperspektive gestört hat, was mich aber auch so ein bisschen aus dieser Spiegelperspektive, aus der Medienperspektive stört, ist, wenn ich mich in die Situation der Eltern reinversetze, man geht durch einen Laden, Kind möchte ein Spiel haben, ich gucke, ah, guck mal, da ist Fußball, USK 0, klar. Weil
in der Zeit, in der wir uns beim Spiegel mit Gaming und E-Sport beschäftigt haben, fällt als erstes auf, man kann nicht erwarten, dass sich die Eltern mit den Kindern an den Computer setzen und sagen, okay, zeig mir mal Counter-Strike, erklär mir das und dann versuche ich das Spiel zu verstehen und dann versuche ich dir zu erklären, was daran vielleicht gut oder was daran vielleicht schlecht ist. Man kauft ein Spiel, wo man sagt, USK 0, können die spielen, ist ja nur Fußball, aber dass es wirklich den richtigen Fußball abbildet, dem Geld, glaube ich, die größte Rolle spielt. Ich mache ja Electronic Arts keinen Vorwurf, ich verstehe ja die Motivation, die sind ja keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Mein Vorwurf ist aber, dass wir es nicht hinkriegen, ich bin kein Rechtsexperte und ich weiß, wie diffizil das ist, aber dass wir so ein Spiel mit USK 0 einfach durch den Handel laufen kann. Weil wenn man sich anguckt, wie die Lootboxen da gestaltet sind und dann zieht man einen Spieler und dann kommt das Konfetti und da denkt man, also wenn man vielleicht ein bisschen älter ist, sowas sieht man, die Sounds, die hören sich schon so ein bisschen an, als wenn man im Casino dann beim einarmigen Banditen wirklich den Hauptgewinn gezogen hat. Also da frage ich mich, muss die Gestaltung sein? Ist das alles immer super Zufall? Ich meine, ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht nochmal eine etwas andere Perspektive, so ein bisschen aus der Sicht Glücksspielindustrie, mit der ich relativ viel zu tun hatte beruflich und habe und gleichzeitig auch meinem juristischen Hintergrund, den ich bisher verschwiegen habe, damit ich hier nicht auffalle. Wir haben uns sehr stark im Rahmen unserer Kooperation mit Merkur auch mit den Regularien auseinandergesetzt, was geht und was nicht. Und gerade bei deutschen Glücksspielunternehmen muss ich sagen, wenn ich sehe, wie ein Gauselmann arbeitet oder auch die Kollegen aus Österreich, die sind bei vielem päpstlicher als der Papst. Alles, was KYC angeht, wir haben ein Counter-Strike-Turnier gemacht, was ab 16 wäre, regulär nach Spiel, was komplett ab 18 gelaufen ist, einfach um nicht mal den Anschein zu erwecken, dass da irgendwie Glücksspielwerbung gerichtet sein könnte an Menschen unter 18 Jahren. Das heißt, wir haben in Deutschland eine Glücksspielindustrie, die extremst reguliert ist. Und wenn wir jetzt auf den neuen Glücksspielstaatsvertrag schauen und gestern auf meiner Rückfahrt hat Holger Jakob neben mir, glaube ich, noch mal 100 graue Haare mehr bekommen, nur vom drüber reden, wie schrecklich der Glücksspielstaatsvertrag ist. Wir haben dort eine Industrie, die in vielen Teilen zu Recht natürlich reguliert wird, weil wir auch sehen, was dort ist, aber wir sind, also was an Schäden möglich ist, aber wir sind dort mit ja, mehrerlei Maß unterwegs. Wenn wir das auf andere Industrien beziehen, wenn wir es in Deutschland auf die Alkoholindustrie und die Folgen davon beziehen, die Tabakindustrie haben wir ja mehr oder weniger mal in den Griff gekriegt, aber wenn wir die Games-Industrie uns anschauen, ich meine, Electronic Arts verdient mittlerweile mehr Geld mit FIFA-Lootboxen als mit dem Verkauf von FIFA selber. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie dieses Geschäftsmodell skaliert. Und genau wie Timo eben sagte, es ist ja nicht so, dass ich das Ganze dann auch langfristig nutzen kann. Das heißt, dass ich ein Recht dauerhaft erwerbe, sondern das Recht ist ja mit dem Verschwinden von FIFA irgendwann weg. Kommt FIFA 22, irgendwann wird für 21 der Server abgeschaltet, ist mein Cristiano Ronaldo virtuell weg. So, und ich kann auch innerhalb dieses... Also ist er altersbedingt ausgeschieden. Genau, altersbedingt ausgeschieden. Ich kann auch innerhalb dieses Ökosystems einfach nicht daraus wirklich wieder Cash machen. Wenn ich jetzt hier vorne an die Tanke gehe und 2 Euro in Merkur-Automaten schmeiße und ich kriege am Ende 10 raus, dann nehme ich diese 10 Euro und gehe nach Hause. Wenn ich einen virtuellen Cristiano Ronaldo habe oder ich habe in Counter-Strike eine AWP Fade oder was auch immer, ich muss eigentlich schon gegen die Terms des Spiels verstoßen, auf Marktplätze gehen, die nach den Regularien des Spiels illegal sind und auf diesen Marktplätzen diese Dinge verkaufen, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, daraus dann noch Kapital zu schlagen. Das heißt, alles, was existiert, und ich habe selber einen Dota-Inventory, ich möchte nicht drüber reden, wie teuer es war, weil ich das aber einfach für mich haben will, weil mir das gut gefällt und weil ich das auch glaube, mit 34 Jahren kontrollieren zu können, was ich dort ausgebe. Aber genau das ist der Punkt. Erstens, Kinder und Jugendliche können das nicht und gerade unter sozialem Druck, ich habe Ronaldo, du nicht, führt das schnell mal dazu, gerade wenn Papas Kreditkarte hinterlegt ist oder ähnliches, wir haben das auch viel bei Handyspielen ja erlebt, da gibt es ja auch genug Urteile zu, dann ist auch noch wer anders geschädigt und zwar in großem Rahmen. Und was noch hinzukommt, sind dann natürlich auch entsprechende Suchtmechaniken, weil ich eben dieses Belohnungssystem habe und diese Industrie ist halt komplett unreguliert. Und wenn ich das vergleichend nebeneinander stelle, muss ich sagen, da kann was auch aus Artikel 3 Sicht nicht stimmen, wenn wir eine Industrie tot regulieren und die andere Industrie im Prinzip machen kann, was sie will, mit dem, ja, im Zweifelsfall recht albernen Verweis, ja, das ist Surprise-Mechanic oder
dadurch, dass sie auch die Glücksspielunternehmen bewusst aus dem Game ausgeschlossen haben, das ist ja, also wenn man das rückbetrachtet, sieht eine vorbereitende Handlung eigentlich, um sich abzugrenzen. Da kann ich eigentlich nicht hingehen und sagen, also wenn wir dann beim Verbotsirrtum sind, mir wurde damals von Professor Krack beigebracht, Verbotsirrtum, vergiss es, wird eigentlich nie passieren. Dann glaube ich nicht, dass jemand, der in dieser Branche mit allen Wassern gewaschen ist und so ein wirklich ja, monumentales Geschäftsmodell hat, dass der nicht mal den Gedanken haben könnte, okay, das ist am Ende eigentlich Glücksspiel, nur halt komplett regulierungsfrei. Und da muss man, also wir nehmen ja schon in ganz anderen Konstellationen Vorsatz an juristisch, da muss man einfach sagen, ja, die handeln vorsätzlich und erzeugen dort halt Glücksspiel. Und ich glaube, das anders zu framen, das ist halt dann am Ende Sugarcoating und die nehmen das auch in Kauf und da muss halt regulatorisch was gemacht werden. Vielleicht darf man auch noch mal eine Sache dazu sagen. Man muss auch mal alle Perspektiven sehen. Wir holen uns Microsoft Office 365, das ist halt auf ein Jahr beschränkt, dann zahlen wir wieder. Wir haben bei Netflix einen Film, den können wir jetzt gucken, danach können wir ihn aber nicht noch mal gucken. Und dasselbe ist bei, ob es Amazon Prime Video ist, wo wir einen Artikel holen, oder bei Apple TV, da heißt es ja mal leihen, virtuelle Gegenstände leihen, ist ganz lustig, erstmal gegen Geld ist keine Leihe, B ist keine Sache, passt terminologisch von und hinten nicht, aber das soll es nicht sein. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir ein temporäres Nutzungsrecht kriegen und dafür Geld zahlen. Ich meine, deshalb muss man mal auch sagen, okay, wenn FIFA jetzt sagt, es gibt für dieses Jahr diesen Spieler, den hast du erworben, dann ist das in Ordnung, dass dieser Spieler dann weg ist. Das kennen wir aus anderen Sachen aus. Wir sind es nur gewohnt, dass wir sagen, ja, ich habe ja jetzt mein Telefon gekauft, das ist jetzt meins, das kann ich ein Leben lang nutzen. Dieses Denken haben wir in der Pause drüber gesprochen, wir beide. Ne? Da haben wir ein Umdenken, was stattfinden muss. Und vor allem, denke ich mal, das hast du angesprochen, müssen wir differenzieren. Du bist 34, du kannst das einschätzen. Ich bin 46, ich kann das auch einschätzen. Aber der Minderjährige nicht. Und deshalb hatten wir auch den Fokus ja auch gemacht zu Lasten Minderjähriger. Und da ist eben die Verantwortung, und da gucke ich wieder zu Herrn Müller rüber und sage, jawohl, die Personen sind halt anfälliger. Wenn ich höre Selbstwert, ich meine, ich bin kein Ex-Psychologe, aber ich betreibe es hobbymäßig mit nebenbei. Selbstwertproblematiken kann man bei Kindern wahnsinnig schnell auslösen, weil die dafür empfänglich sind und eben der Selbstwert noch nicht so stark ausgeprägt ist. Deshalb, naja, vielleicht müssen wir auch wirklich noch mehr differenzieren. Die USK, das hast du angesprochen, ist eben da ein großer Punkt. Und zwar die USK, da darf ich nochmal auch mit Blick auf das Interview mit Herrn Mohr, was ich geführt hatte, sagen, ist das nicht das Warnschild auch? Für die Eltern passt drauf auf und deshalb auch das Level FIFA mit USK 0. Vorhin hat es Counter-Strike gesagt, da steht allerdings auch nicht USK 0 drauf, definitiv nicht. Aber die In-App-Käufe, da hatte ich ja auch 10b heute Morgen schon angesprochen, Jugendschutzgesetz, die waren ja auch ein Problem für die USK. Und insofern, inwiefern, was meint ihr denn, müssten wir die USK, beziehungsweise die Behörden, die USK auch unter dem Blickwinkel Lootboxen, Kauf und Sucht, und vielleicht auch nochmal gerade in Bezug auf die Untersuchung, auch auf Skins sozusagen, auch dort den Neid untereinander, muss die USK auch das berücksichtigen als jugendgefährdend? Jetzt, wie gesagt, aus Frankfurt und auch aus dem Netz, ich krieg's wahrscheinlich nicht mit, weil jetzt hier die Gestik einfach ruhig mal nicken, in die Kamera reinwinkeln, ein Zeichen geben, wenn da eine Wortmeldung gewünscht ist. Da würde ich mich freuen über weitere Stellungnahmen. Schau mal in die Runde. Ja, bitte. Also, wenn wir mit dem Landesverband, wo wir mit vielen auch minderjährigen Mitgliedern zu tun haben, eine Tätigkeit empfehlen wollen, von der wir wissen, dass viele der Titel, die wir mit dieser Tätigkeit empfehlen, ein ganz offensichtlich suchtinitiierende Mechaniken beinhalten, dann habe ich schon damit einen eigenen persönlichen Konflikt. Und das möchte ich natürlich nicht haben. Am Ende ist die Frage, was können wir dagegen tun? Ne, ist es also, wie Herr Müller schon gesagt hatte, also Verhältnis- oder verhaltenspräventive Maßnahmen treffen, also regulatorisch von oben aus juristischem Sinne und auch über Verträge wie den Staatsvertrag im Grunde die Vorgaben zu liefern, damit das Ganze nicht mehr in den Spielen so stattfindet. Die USK, die Vorgaben, zumindest was die viele Inhalte angeht, bei FIFA ist es natürlich jetzt ein bisschen verpasst mit dem offensichtlichen suchtindizierenden Mechaniken, die dort vorhanden sind. Wo können wir auch verhaltenspräventiv mitarbeiten? Weil ich glaube, dass das auch in ganz weiten Sinne noch viel zu wenig passiert. Wir müssen Menschen auch befähigen im Umgang damit.
Wir müssen insbesondere Jugendliche, die einfach zum weiten Teil noch kein Verständnis haben im richtigen Umgang mit Geld und was Geld bedeutet und wie viel. Wir müssen also einen Rahmen bieten und begleiten. Und dafür müssen wir zum Beispiel auch Menschen dabei haben, Trainer zum Beispiel im E-Sport, die auch dazu befähigt sind, das richtige Verhalten damit zu vermitteln. Und auch, dass es solche Inhalte gibt und wie man richtig damit umgeht, ist für mich ein wichtiger Teil, weil ich zumindest erstmal jetzt gerade damit leben muss, dass es Titel gibt, die diese Inhalte haben. In der Zukunft ist das natürlich, da müssen Sie drüber reden, als Rechtsexperten, ob das so bleiben kann oder nicht. Aber für uns ist es wichtig, in der breiten Masse, die ja jetzt schon stattfindet, dass nämlich diese Exzessivität so weiterhin passieren kann. Wir haben also Minderjährige, insbesondere zum Thema Selbstwertgefühl, die ihren eigenen Selbstwert in das Spiel projizieren. Sie sind also, ich bin weniger wert, wenn ich schlechter bin in der Rangliste. Wenn ich gegen meinen Gegner verliere, bin ich weniger wert. Wenn ich einen uncooleren Skin habe, bin ich weniger wert. Und das haben Sie gerade gesagt, ist entscheidend, was die Person, die zum Beispiel Geld investiert, um eine Lootbox zu öffnen, was die denkt, ist entscheidend. Und dann habe ich einen Minderjährigen, der hofft, damit cool zu werden, wenn er einen coolen Skin zieht, den er dann seinen Freunden zeigen kann. Und damit investiert er Unmengen an Geld und bekommt überhaupt gar keinen Überblick, wie viel das eigentlich ist und was es eigentlich bedeutet, jetzt hier Geld reinzustecken und die Gefahren, die damit verbunden sind. Und da ist es für mich wichtig, dass wir gemeinsam irgendwo auch mit unserem gesellschaftlichen Auftrag als Landesverband einen Weg finden, das vorzubeugen und auch Menschen dazu kompetent zu machen. Das fängt bei den begleitenden Personen an, das fängt bei Lehrern in der Schule an, das fängt bei Eltern an, die sich auch dem Thema nicht verwehren dürfen. Und das fällt eben bei allen Personen an, die in der Industrie damit zu tun haben und auch irgendwo einen moralischen Standpunkt für mich selbst vertreten müssen. Und das ist eben der Ansatz. Jawohl. Ja, doch, da darf ich mal kurz, da war die Meldung gerade aus dem Netz. Bitte sehr, die Hand ist nach oben, sehe ich gerade bei Zoom. Ja, ich habe sie dort genommen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass man, also gerade auch das, was Marius gesagt hat, mit dieser Vergleiche, dass Menschen sich miteinander vergleichen, das ist auch ein Effekt, den wir bei uns berücksichtigen in der Forschung, der sogenannte Keeping Up with the Joneses Effekt. Bedeutet, wir vergleichen uns immer mit Menschen in unserer Umgebung, schauen, was die besitzen, was sie können, versuchen dort mitzuhalten. Und das Fiese an diesem Effekt ist, wenn wir diese Stufe irgendwann mal erreicht haben, sind wir nicht zufrieden, sondern wir fangen an, uns mit dem Nächsthöheren wieder zu vergleichen. Das heißt, das ist so eine Endlosspirale. Und das merkt man eben auch gerade bei den Geschäftsmodellmustern und Geschäftsmodellen, mit den Publisher arbeiten, dass sie eben darauf setzen, auch gerade bei Kindern und Jugendlichen, so ist zumindest die Annahme, das ist jetzt nicht evaluiert wissenschaftlich, aber es ist zumindest die Annahme, wo es besonders gut funktioniert. Ein anderer Punkt ist, wir hatten vorhin die Analogie mit den Nike-Schuhen auf dem Schulhof. Und da möchte ich auch noch ein bisschen wieder zurückkommen zu dieser Differenzierung bei den Lootboxen. Das eine ist, ich kaufe den Skin, um vielleicht genauso cool zu sein oder cooler zu sein als die Freunde aus meiner Schule. Besonders problematisch wird es, wenn an den Nike-Schuhen dann noch Raketen dran sind und an den Nike-Schuhen von dem Mitschüler vielleicht nicht. Und ich laufe auf einmal 50 Stundenkilometer schneller als mein Mitschüler. Da wird es dann noch problematischer, weil dann, das hat Marius auch angesprochen, es nicht mehr nur um den Besitz geht, sondern tatsächlich auch, wer es besser in Anführungsstrichen in dem Spiel. Zumindest das glaube ich auch vom Straßenverkehrsrecht nicht mehr ganz zugelassen dann. Ja, das wird schwierig, das stimmt, das stimmt. Aber von der Rangliste her, ne? Also Marius hat auch Ranglisten angesprochen und auch da sind wir Menschen ja prädestiniert für uns, über Ranglisten zu vergleichen. Und jetzt unabhängig davon, ob ich unfairerweise, weil ich Geld investiert habe, in der Rangliste weiter oben bin oder nicht, wird trotzdem dieser Vergleich angestellt und das ist dann eben auch problematisch, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Sie hatten ja angesprochen, Sie sind Bayern-München-Fan, ich bin Dortmund-Fan. Mein Beileid. Auch da haben wir den Effekt so ein bisschen. Ne? Also der eine steckt sehr, sehr viel Geld in den Kader, der andere nur die Hälfte. Schon ist man in der Rangliste weiter oben oder weiter unten. Also da kann man auch aus sportökonomischer Sicht sicherlich Vergleiche anstellen. Das finde ich ist ein total gutes Beispiel. Man kann, bei manchen Spielen kann man das noch kompensieren. Man hat zwar den Skin nicht, aber man hat höhere Skills. Und dann hat der eine zwar den Skin, aber du bist halt bei League of Legends meinetwegen der bessere Assassin und kämpfst einfach besser. Oder du bist einfach besser im Jungle, genau. Aber das sind ja auch diese Regulatorien, die dann da eingebaut, also meiner Meinung nach lächerlichen Regulatorien, die da eingebaut sind. Ich gehe wieder auf FIFA, weil es so ein fantastisches Beispiel ist. Das steht dann jetzt mittlerweile unter dem Informationskasten, die Wahrscheinlichkeit, diesen Spieler, wir sagen, Ikone Samuel Eto'o zu ziehen, die liegt bei 1%. Ein 13-Jähriger, der aber einen Kumpel hat, der Samuel Eto'o hat, für den ist ja die 1% nicht, oh nee, die Box kaufe ich nicht. 1%, ich mag meine Chancen hier nicht.
vom ökonomischen Standpunkt, sondern der denkt sich ja, mein Kumpel hat den aber doch auch. So, wo ist denn der Sinn dahinter bei Leuten, die vielleicht schon auch etwas tiefer drin sind, zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt hier noch einen Royal Flush kriegst, die liegt bei 0,5%, die stecken ja trotzdem noch ihr Geld rein. Also es ist ja immer das Gleiche wie im Spiel. Gehe ich davon aus, dass die Leute, die dieses Spiel spielen, Experten in Wahrscheinlichkeitsrechnung sind und darauf ihre Konsumentscheidung treffen? Ich glaube nicht, weil sonst wird EA nicht so viel Geld machen. Sie treffen ihre Konsumentscheidung vor allen Dingen gar nicht rational. Ich meine, wir treffen als Menschen die wenigsten unserer Entscheidungen wirklich rational geprägt. Und da geht es einfach darum, es ist das Gleiche, wie wenn ich einen Lottoschein ausfülle. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit beim Euro-Jackpot ist 1 zu 140 Millionen. Mhm. Aber ich denke mir ja nicht, das ist eine ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit. Ich werde x-mal öfter von einem Hai wahrscheinlich gefressen, vom Blitz getroffen etc. Also ich denke, letzten Freitag 79 Millionen, so ein neuer 9-11, der wird mir gut stehen. So, das ist ja die Denke, die dann auch bei den Menschen vorherrscht. Und das machen wir als erwachsene Menschen und können das mit dem Augenzwinkern machen. Und das 2,80 Euro Jackpot-Ticket ist auch jetzt nicht entscheidend. Aber Kinder haben ja gar nicht diesen Horizont. Und da ist es einfach die Schutzebene, die wir erreichen müssen. Und da muss man einfach sagen, es kann Angebote geben, wo wir sagen, zahl X und krieg Y. Also ganz einfaches Kaufrecht. Ich kaufe mir wie in Dota 2 oder League of Legends einen Skin. Ich weiß, der kostet 35 Euro. Ich weiß, ich kriege aber diesen Skin. Und ich habe erstmal, solange es dieses Spiel gibt, eine uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit und bin vielleicht auch im Verkauf eingeschränkt. Das weiß ich dann aber. Weil ich kann ihn nur innerhalb der Plattform zum Beispiel verkaufen, bei jetzt, wenn wir mal Steam nehmen. Da kann ich ja durchaus meine Counter-Strike-Waffen oder Dota-Items verkaufen und kann dann neue Spiele da kaufen. Das heißt, ich kann nochmal zumindest Gegenwerte erzielen oder illegalerweise über Skin-Plattformen die verkaufen und das Kapital rausziehen. Geht auch. Wenn wir jetzt FIFA nehmen, und ich glaube, da reden wir nochmal über eine Stufe mehr böse, das ist dann so wirklich der Endgegner, da haben wir ja wirklich alles zusammengebracht, was böse ist. Also ich bezahle für das Spiel, das heißt, ich sollte eigentlich denken, ich kriege was. Ich habe überhaupt gar keinen Überblick darüber, wann ich diesen Spieler kriege. Und danach, dem Jahr, ist er auch wieder weg. Und da müssen wir einfach regulatorisch ran, weil ich glaube, man tut der Games-Industrie, wenn ich jetzt die Umsätze sehe, die jetzt in diesem Jahr auf 9,8 Milliarden hoch sind, von 2018 4,4 Milliarden, also wir haben uns mehr als verdoppelt, die verdienen Geld, die verdienen unendlich viel Geld und die haben ein extrem skalierendes Geschäftsmodell, dadurch, dass das wenigste noch auf DVDs oder was wir dann auch immer an Hardware haben, verkauft werden. Das ist, ich habe keine höheren Kosten dadurch, ob ich eine FIFA-Kopie verkaufe oder 10. Das ist also ein extrem profitables Geschäftsmodell, deutlich profitabler als die Glücksspielindustrie, weil die Glücksspielindustrie, gerade die stationär ist, immer noch Personalkosten, Raumkosten etc. hat. Und ja, es gibt natürlich Entwicklungskosten bei Spielen und die müssen auch getragen werden. Aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann spricht auch einiges dafür zu sagen, wenn sich jemand von den Industrien, die wir regulieren, eine Regulierung leisten kann, in Anführungsstrichen, dann ist es die Games-Industrie, weil, und das will in der Games-Industrie keiner hören, es tut mir auch leid, das zu sagen, aber es wird extremst viel Geld dort verdient mit diesen Themen. Und alleine im Sinne eines nachhaltigen Geldverdienens muss auch die Games-Industrie eigentlich daran interessiert sein, Transparenz zu schaffen, weil offensichtlich der Gesetzgeber kriegt es ja nicht oder noch nicht hin, weil das Thema irgendwie, ich weiß es nicht. Also das, was beim Glücksspielstaatsvertrag so viel passiert, wo komplett ausgeblendet wird, dass wir in einer globalisierten Welt leben und die Leute dann auf irgendwelche ausländischen Plattformen gehen, da ihre Kohle verjubeln und genau das, was wir haben wollen, nämlich Kundenschutz, dann nicht mehr stattfindet, weil mein Geld irgendwo in Russland ist oder sonst wo. Das kriegen wir, da überregulieren wir und hier kriegen wir es dann gar nicht hin. Also es ist nicht nachvollziehbar einfach, warum dann nicht agiert werden kann, weil das ist nicht so schwer. Dem kann man einmal kurz beipflichten. Du hast vorhin gesagt, wir treffen Entscheidungen emotional. Ich erinnere mich an ein Pokerturnier, was ich in Hohensieburg in Dortmund, meiner Heimatstadt, gespielt habe. Damals relativ gut abgeschnitten. Entscheidende Situation war folgende. Es liegen die ersten drei Karten da. Ich habe eine Wahrscheinlichkeit auf einen Flash. Zwei Kartenturn und River sind noch offen. Ich habe es ausgerechnet. Die Wahrscheinlichkeit lag bei 24%. Ich sagte wortwörtlich, scheiß drauf. Und sag all in, bin mitgegangen. Und es kam dann auch so. Aber das ist eben so, manchmal ist es ein Gefühl. Die wenigsten Entscheidungen treffen wir rational. Diese Entscheidung war nicht rational. Rational waren 24%, ich hätte rausgehen müssen.
aber Emotion. Das heißt, Glücksspielkomponente Emotion ist da auf jeden Fall. Jetzt kam von drüben die Frage, ich glaube, du hast es aufgeworfen gehabt, müssen wir da regulieren, minderjährig und so weiter. Ich habe vorhin auch noch aus dem Augenwinkel gesehen, Herr Müller hatte, glaube ich, die Hand oben, hat sie aber jetzt wieder runter, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Wer muss denn jetzt aufpassen? Und ich sage mal ganz platt, aus juristischer Sicht ist es momentan so, die Eltern werden alleine gelassen. Ist das ganz platt. Wir haben letztendlich die Verantwortlichkeit für das Vermögen der Eltern und auch für die persönliche Entwicklung. Ja, da sage ich nur eins für die Juristen unter uns. 1626, 1629 BGB, Personen- und Vermögenssorge, liegt bei den Eltern. So, aber die Frage ist, ist in unserer heutigen Zeit, ich sage mal Dinky, Double Income, zwei Vollberufstätige. Die sind froh, wenn das Kind langsam in die Kita kann. Die sind irrelevant, weil die sind so nicht geschäftsfähig. Aber ab einem bestimmten Moment lassen die Eltern, ich weiß jetzt nicht, wer von ihnen älter ist, also älter, Singular von Eltern, ne? Also nicht alt, ne? Älter ist. Wer überwacht denn bitte, und das hattest du angesprochen, seinen ab 14 oder bis 18-jährigen Sohn, was der im Netz macht? Jetzt habe ich keine Kinder, aber hätte ich welche, würde ich irgendwann sagen, ist meine Tochter, ist mein Sohn, muss meine Gene haben, kann nicht doof sein, muss das jetzt alleine im Computer spielen können. Ich muss meinem Beruf nachgehen. Das ist die Realität. Das Juristische ist das eine, aber die Tatsachen, ja, wir Juristen sind manchmal etwas lebensfremd, ist was anderes. Und insofern kann es sein, dass es vielleicht doch sinnvoll wäre, wenn Behörden regulatorisch über die USK zumindest den Eltern eine Hilfestellung geben. Wenn ich auf dem Etikett von dem Spiel draufstehen habe ab 14, dann bin ich vielleicht als Elternteil auch gewarnt, dass ich da ein Auge drauf haben muss. Und bei FIFA 0 Jahre bin ich halt nicht gewarnt. Mhm. Wir wollen jetzt EA Sports nicht zum Teufel machen, aber immerhin, die USK trägt ja auch etwas dazu bei. Augenblick. Und da müssen wir eigentlich noch sagen, jawohl, da könnten wir den Eltern Hilfestellung geben und sie dort entlasten. Und du hast auch noch mal vorhin gesagt, nach dem Motto, ja, wir müssen ja auch gucken, sozusagen, dass der Geld mitverdient wird. Blizzard. Ich meine, ist ja jetzt kein Geheimnis. Jeder von uns wird mitbekommen haben, was mit Blizzard passiert ist. Wem gehört denn Blizzard jetzt? Das ist nicht von irgendeinem vermeintlichen Glücksspiel-Gauner gekauft worden. Das ist Microsoft. Unser doch solides Unternehmen, was uns überall mit freundlichem Software unterstützt und an deren Integrität ja kaum jemand zweifelt. Die sind in die Games-Branche eingestiegen. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie hoch, weiß jemand die Summe war? Was Microsoft für Blizzard bezahlt hat? 1,7? 1,7 was? Milliarden. Milliarden. Ja, also Microsoft, 1,7 Milliarden. Wir reden also, das haben die, wer hat es vorhin gesagt, nicht aus Wohltätigkeit gemacht. Aber entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast den Punkt gerade aufgebracht, das fand ich ganz gut, weil du gerade ansprachst, wie kann man das schützen, also die Eltern, die gerade arbeiten zum Beispiel. Und das sehen wir in allen anderen Bereichen. Wenn ich als Kind in den Edeka gehe, Kippen kaufen will, Alkohol kaufen will, ein Lotterieticket ziehen will, dann muss ich meinen Ausweis vorlegen. Und genau das Gleiche ist ja bei Spielen die erste Mechanik, die ich implementieren kann, wo ich sage, ich gucke erstmal, hat so ein Spiel solche Mechaniken? Wenn ja, dann 18 plus, dann wird das auch nur verkauft und dann habe ich diesen Schutzteil abgenommen, weil wenn wir erwarten wollen, dass die Eltern das machen, dann lacht die Industrie sich ja kaputt. Das klappt ja jetzt schon nicht, das sehen wir ja gerade, dass die Eltern überfordert sind. Das heißt, was ist die Alternative? Es gibt ja eigentlich keine Alternative. Ich habe eine Idee, aber die ist nicht möglich. Darf ich mal einfach was in den Raum werfen und als Jurist dann wahrscheinlich morgen gesteinigt sein? Der Lege Ferenda würde ich mir wünschen, dass wir eine Authentifizierungsmöglichkeit des Alters haben. Das ist momentan möglich. Ich habe vor kurzem meinen neuen Personalausweis beantragt. Der hat eine digitale Funktion. Da kann ich theoretisch auch hinterlegen, wer ich bin. Ich würde mir wünschen, um Gottes Willen, ich weiß, die Datenschützer, und ich gucke von links, kriege ich schon ganz böse Blicke, Legitimation des Users mittels eines staatlich verifizierten Ausweisdokuments, was das Alter belegt, was dem Publisher die Möglichkeit gibt zu sehen, wie alt ist derjenige wirklich. Wenn ich frage, wann bist du geboren, das hilft nicht weiter, weil ich hatte heute Morgen schon ausgeführt, wenn ein 14-Jähriger behauptet, er ist 18, ist der Vertrag nach minderjährigem Recht unwirksam und es ist scheißegal, ob der getäuscht hat oder nicht. Es gibt auch keine Vorsatzanfechtung dort oder sonstiges, es hilft alles nicht weiter. Das heißt, wir bräuchten meines Erachtens, Stichwort Frage, virtuelle Identität und Prüfbarkeit des Ganzen. Das wäre eine Schutzfunktion. Wie gesagt, die Datenschützer werden sagen, um Gottes Willen, da muss ja auch jeder Volljährige sich da mit Personalausweis registrieren. Ich weiß, ich ziehe mir allen Unmut zu,
Aber zumindest für den minderjährigen Schutz wäre es auf jeden Fall eine Maßnahme. So, aber Herr Müller, Sie hatten vorhin sich gemeldet. Wir haben jetzt so lange gequatscht. Ich weiß nicht, ob Ihr Einwand jetzt oder Einwurf jetzt gerade noch passend ist. Ich würde mich trotzdem freuen, ihn zu hören. Nee, war ja interessant zuzuhören. Also ganz spannende Gedanken hier in diesem Brainpool, wie Sie es ja vorhin schönerweise genannt haben. Ich wollte nur auch noch mal, es passt, glaube ich, noch dazu, weil wir unterhalten uns jetzt gerade darüber, auch wieder in Richtung Prävention, wie kann man Eltern, gibt es eigentlich den Singular von Eltern? Das geht vielleicht an den Eltern. Ist die Singular. Ist es wirklich Eltern so? Ist Singular, ja. Ach ja, krass, okay, wieder was gelernt im Grand Pool, sehr gut. Na, ich glaube, es geht ja darum, wie wir Eltern auch befähigen können, da wirklich ja, ein Stück weit ja, zu begleiten und Schlimmeres zu verhindern in der Computerspielnutzung. Und ich glaube schon, dass da das Thema USK angebracht ist und dass man sagen soll, die Bewertungskriterien, die die USK anlegt, sind halt nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand. Und jetzt weiß ich schon, dass ich morgen wahrscheinlich gesteinigt werde. Deswegen, aber ich sehe das als ganz dringend notwendig, dass da eben entsprechende Kriterienkataloge auch erweitert werden. Ne? Beispielsweise um das Thema Monetarisierungsstrategien, aber auch Suchtpotenzial im optimalen Fall. Ne? Und dann auch möglichst hochauflösend. Also das ist der eine Punkt, den ich loswerden wollte. Der andere Punkt ist, den dürfen wir halt auch nicht vergessen. Ich weiß, klar, Schwerpunkt ist heute bei uns Heranwachsende, Minderjährige, also Jugendliche. Wir dürfen auch nicht vergessen, und das möchte ich nur kurz einschieben, weil das vorhin so ein paar Mal im Brustton der Überzeugung gekommen ist. Ich bin 34, ich bin 47, ich persönlich bin 42. Und wir alle wissen, wie viel Geld wir für irgendwas ausgeben. Das ist sehr schön, dass wir das so gut gut unter Kontrolle haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese Fähigkeit entwickelt sich eben im Jugendalter. Ne? Und je mehr, sage ich mal, dysfunktionale Entscheidungen im Jugendalter in so einer entwicklungssensitiven Phase getroffen wird, ja, je weniger Impulskontrolle da aufgebaut wurde oder mit anderen Worten, je exzessiver Computerspiele genutzt wurden oder auch je exzessiver und unkontrollierter damals schon virtuelle Items, Lootboxen, was auch immer, gekauft und verkauft wurden, desto weniger baut sich dann im späteren, im höheren Lebensalter eine entsprechende Impulskontrolle auf. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, man kann im Jugendalter sich so drastisch benehmen, wie man will. Sobald die Uhr auf 18 steht, ist das alles passé. Ja? Sondern man nimmt ja diese Erfahrung aus dieser entwicklungssensitiven Phase mit. Ja? Und der letzte Punkt, den ich noch loswerden wollte, sind wir wieder beim Thema Regulierung. Da gebe ich dem Kollegen, ich habe leider genauso wie Sie, genauso ein miserables Namensgedächtnis, gebe ich aber komplett recht. Also die Gaming-Industrie und Regulationsmechanismen, das sehe ich absolut so. Ich würde nur mal ganz kurz noch nachschieben wollen, vielleicht die Glücksspielindustrie nicht ganz so sehr in, ja, zu pampern und jetzt, sage ich mal, zu sehr in Schutz zu nehmen, denn was mir immer auffällt, also die Gaming-Industrie hat sich jetzt auch schon doch einige Taktiken so aus den 1990er Jahren auch von der Gambling, also der Glücksspielindustrie, abgeguckt. Ne? Jetzt haben wir uns heute unterhalten über die Surprise Mechanics und ja, früher Glücksspielautomaten hießen auch mal eine Weile Unterhaltungsautomaten mit Geldgewinnmöglichkeit. Ne? Also ich glaube, da muss man auch so ein bisschen gucken, aber grundsätzlich gebe ich da recht, Gaming-Industrie sehr umsatzstark, auch sicherlich was mentale Gesundheit anbetrifft, im negativen Sinne ein Player, da müssen wir auf jeden Fall Regulationsmöglichkeiten finden. Ich würde gerne mal einsteigen. Gerne. Auf eine Sache von Ihnen, Herr Müller, da bin ich noch nicht ganz mit d'accord. Weil ich finde es grundsätzlich eigentlich nicht in Ordnung, die Aussage zu treffen, korrigieren Sie mich, wenn ich die Worte munter umdrehe, dass man erstmal die Erfahrungen zulässt. Weil streng genommen gesagt, kann ich eigentlich nicht erwarten, dass ich einem Minderjährigen erstmal die Erfahrung machen lasse, 3000 Euro von der Kreditkarte von Papa zu verballern, weil dann die 6 Wochen Hausarrest im Anschluss diese bleibende Erfahrung schaffen, damit das dann im Alter wirklich gelernt ist und dann nicht mehr stattfindet. Da lege ich gleich, das kam falsch rüber, also auf gar keinen Fall, das meinte ich nicht. Ne? Also ich meinte damit, wenn Jugendliche
ohne dass da Prävention stattfindet, ja, ohne dass was reguliert wird, ja, wenn die, sage ich mal, sich exzessiv im Gaming betätigen, ja, sei es über Spielstunden pro Tag, ja, oder auch über Geldausgaben dort, ja, dass das genau eben die schlechte Variante ist, weil diese Jugendlichen dann nicht die notwendige Impulskontrolle aufbauen, die sie dann im Erwachsenenalter brauchen, um eben rationale Entscheidungen treffen zu können und um verhaltenskontrolliert ihr Leben führen zu können. Ja, also ich bin da ganz und gar kein Verfechter dafür, die Jugendlichen so wild rummachen zu lassen, wie sie wollen. Wenn das jetzt rüberkam so, dann gut, dass sie da direkt reingegrätscht sind. Also so ist es genau gegenteilig gemeint. Dann darf ich einmal auch, bevor wir hier weitermachen, auch noch zwei, drei Fragen aus dem Netz aufgreifen. Einmal Herr Lüder, ich glaube, das geht an Herrn Eckstein. Aus Sicht des Spielers könnte nicht auch ein Tatbestandsirrtum vorliegen, weil er über das Vorliegen einer behördlichen Erlaubnis irrt. Also bei, jetzt schreibt der Kollege hier 285, aber ich glaube 284 wird gemeint sein. Das heißt, was ist denn mit dem Spieler? Es geht ja nicht um das Veranstalten, glaube ich, eines illegalen Glücksspiels, sondern auch die Teilnahme, ne? Also wenn man nochmal auf das Strafrecht guckt, dann ist, ich bin ganz dankbar, nochmal diese Seite auch nochmal bespielen zu können, weil ich würde auch nochmal dran festhalten wollen, dass das Strafrecht sich da erstmal zurückhalten sollte. Wenn wir eine Selbstkontrolle null haben, dann kann man nicht plötzlich eine Strafbarkeit dranhängen und sagen, es gibt kein Irrtum drüber. So. Das geht, glaube ich, rechtssystematisch nicht. So, Sie meinen wertungstechnisch? Wie? Meinen Sie jetzt wertungstechnisch oder methodisch? Methodisch tatsächlich, ja, würde ich schon sagen. Also würde ich nochmal für den Verbotsirrtum tatsächlich plädieren. Wir können nicht sagen, dass wir ein Spiel haben, das ist ohne Altersbeschränkung auf dem Markt verfügbar, aber wir sagen dann, das ist aber eigentlich ein verbotenes Glücksspiel. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Darf ich da nochmal kurz zwischenhaken? Ja. FIFA hat ja zwei Komponenten. Wenn Sie es jetzt ohne In-App-Kaufe betreiben, besteht da wirklich null Jugendgefährdung. Das heißt, meines Erachtens, das Spielen da wäre jetzt nicht das Problem. Sondern in dem Fall ging es ja dann nur um die... Surprise Mechanics mit Gewinnoption, dass wir dann dabei bleiben. Also das heißt, Sie meinen jetzt die zweite Komponente dann, ja, ne? Mhm. Ja, okay. Wäre nicht total, also für mich eigentlich auch Konsens, wenn ich allen zuhöre, ist, dass wir sowohl eine Medienkompetenz brauchen, als auch irgendwie diese Freigabekontrolle irgendwie daraufhin ausrichten müssen, dass solche Gefahren berücksichtigt werden können. So, das finde ich total einleuchtend so. Ich komme gleich zu der Frage. Ich mache so einen kleinen Parforce gerade mal durch die ganzen Ideen, die gerade aufgeploppt sind. Wo mir nämlich noch eine Leerstelle aufzuploppen scheint, ist, warum setzen wir eigentlich den Jugendschutz nicht insofern durch, als wir sagen, die ganzen Geschäfte sind überhaupt nichtig? So, wo ist eigentlich die Vollzugsproblematik? So, klar kann man sagen, Taschengeldparagraf, aber wenn die Summen so hoch werden, dann wird es ja irgendwann nicht mehr Taschengeld sein. So, das müsste man vielleicht nochmal überlegen. Genau, und jetzt konkret zu der strafrechtlichen Frage. Also wir haben natürlich den Paragraphen 284 StGB, das ist die unerlaubte Veranstaltung eines Glücksspiels. Und wir haben auch den Paragraphen 285 StGB, das ist die Beteiligung an einem öffentlichen Glücksspiel. Das ist in der Tat nochmal ein Straftatbestand. Ich muss jetzt gestehen, dass ich mich bei dem nicht genau genug auskenne, um jetzt wirklich zu sagen, also liest sich erstmal so, dass es auch der Spieler wäre, da hätte ich ein gewisses Störgefühl, dass der strafbar sein soll, weil der schädigt sich nämlich nur selber. So, aber das kann ich tatsächlich gerade nicht belastbar beantworten. Dann greife ich den Ball eben aus, wenn es rübergespielt wurde. Warum wird das nicht zivilrechtlich alles nichtig gemacht? Erstmal A, wenn es eben ohne die Einwilligung der Eltern ist und nicht Taschengeld 110 ist, dann ist es nach 108 BGB unwirksam, das ist die Kurzfassung. Aber versuchen Sie mal vom Publisher, der nicht in Deutschland sitzt, das Geld zurückzubekommen. Das heißt, ich will den Kollegen Jelinek, ich zitiere ihn jetzt bewusst, also die Aussage ist richtig, aber es passt nicht so ganz. Jelinek hat immer von der normativen Kraft des Faktischen gesprochen. Das heißt also, das, was man als real wahrnimmt, auch als Recht akzeptiert. Nur weil der Zustand rechtswidrig ist, dass das Geschäft unwirksam ist und die Eltern das Geld zurückholen, kann man jetzt nicht mit Jelinek sagen, das ist dann rechtlich in Ordnung. Das ist nicht das, was Jelinek meinte. Sondern es ist dann in dem Fall so, dass einfach die Hürden, so ähnlich wie wir das bei der Strafverfolgung bei Ihrem Vortrag auch am Ende diskutiert haben, so hoch sind, dass, und da kann ich auch wieder aus den Erfahrungen von Herrn Mohr vom ZDF berichten, es ist einfach so schwierig ranzukommen. Und die Kinder haben was gemacht, dann ist es teilweise, und Herr Mohr hat es noch nicht mal geschafft, die Eltern der Kinder vor die Kamera zu bekommen. Oh, das ist peinlich und ins Fernsehen. Und selbst wenn man sagt, ja, wer hat denn jetzt A, die emotionale Kraft und die wirtschaftliche Kraft, weil das kostet auch erstmal Geld, wenn Sie einen Rechtsstreit führen wollen, Aussicht, Frage Anwendbarkeit deutschen Rechts, grenzüberschreitend, kriege ich denn da was von dem? Und dann auch eine emotionale Sperre noch vor Gericht Klage zu erheben und. Und dann hieß es, und auf die Idee muss man erstmal kommen, naja, wenn
das publik wird unter den Kindern, wird das wieder das nächste psychologische Problem. Das ist tatsächlich aus realen Studien, die der Herr Mohr da betrieben hatte, hervorgegangen. Das heißt also, es ist juristisch alles richtig, die Sachen sind auch dann unwirksam, wenn es kein Taschengeld war, aber eben schwer durchsetzbar. Insofern, die Rechtslage ist schon da, aber die Anwendung dessen ist immer fraglich. Das ist so ähnlich wie, überall muss man 50 fahren, wir fahren ja trotzdem schneller. Ne? Das heißt, nur trotzdem dürfen wir aufgrund dessen nicht schneller fahren. Gut, dann habe ich hier noch eine Frage, ich komme gleich noch zu dir. Weil ich will das Netz jetzt nicht vernachlässigen. Es wurde viel über Lootboxen und Glücksspiele gesprochen. Generell machen Ingame-Käufe bzw. virtuelle Gegenstände die größte Einnahmequelle der Publisher aus. Richtig, hast du auch schon ausgeführt. Sind nicht Minderjährige die Zielgruppe und sollte problematisiert werden? Vielleicht auch Herr Schröber aus seiner Studie. Ja, also ich kann gerne was dazu sagen. Also der Professor Stadtmann von der Viadrina und ich, wir haben eine Studie gemacht zu Fortnite, was ja bei Kindern und Jugendlichen besonders beliebt ist und auch das umsatzstärkste Freemium-Spiel der letzten Jahre. Und wir haben festgestellt, dass jetzt mal unabhängig von Lootboxen, das sind alles auch Themen, die sicherlich eine Rolle spielen, aber mit der größte Punkt ist, dass in Videospielen nicht mit einer harten Währung, also mit einer Realwährung bezahlt wird, sondern dass man erstmal mit einer Realwährung eine virtuelle Währung kauft. Der Wechselkurs dann meistens, wir nennen das über Pari liegt, bedeutet, die Realwährung ist von der Zahl her geringer als das, was man an virtueller Währung bekommt. Und dadurch sind wir auch sogar als Erwachsene schwerer dazu in der Lage zu erfassen, was wir tatsächlich im Spiel ausgeben, weil wir diese Umrechnung nicht mehr machen und die Wechselkurse auch in der Regel so gewählt sind von den Publishern, dass das im Kopf sehr schwer ist, das auszurechnen. Und besonders anfällig, aber auch das ist nur eine Annahme, das haben wir nicht untersucht, aber besonders anfällig scheinen Kinder und Jugendliche zu sein, weil auf Basis der Studie in den USA und Kalifornien jetzt von Verbraucherschutzorganisationen der Publisher verklagt worden ist, also Epic Games. Also da haben Verbraucherschutzorganisationen gesagt, da werden gezielt Kinder und Jugendliche angesprochen, weil eben das Spiel von der ganzen Mechanik her, von der Grafik her auch sehr zielt auf diese jungen Menschen. Und mit dieser Geldwertillusion, wie das dann so schön heißt wissenschaftlich, versucht man dann besonders viel Geld aus den Konsumenten herauszuziehen. Das ist zumindest das Ergebnis unserer Untersuchung. Mhm. Auf die Idee, dass die Umrechnung nochmal psychologischer schwer bin ich gar nicht gekommen. Das ist immer schön, wenn man mehrere Disziplinen hat. Auch vielen Dank also für diese Erkenntnis, freue mich gerade mega darüber, dass man einfach so Sachen, die man aus seiner Disziplin nicht wahrnimmt, dass die da eine Rolle spielen. Eben diese ganzen Effekte, man merkt ja auch, welche Cleverness dahinter steckt. Und eigentlich müsste bei vielen Spielen, und das wäre das Ideal, dass die Eltern sich mit den Kindern dahinsetzen, sich die Spiele angucken und wirklich dann auch, ich meine, das ist ja jetzt nichts anderes. Mein Sohn kommt vielleicht zu mir oder meine Tochter und sagt, Papa, ich spiele gerne Fußball, ich möchte ein Fußballtrikot haben. Das habe ich mir ausgesucht. Ich gucke mir das Trikot an, sage, okay, das kostet 60 Euro, scheint eine gute Qualität zu haben, kaufen wir. Ich würde aber nicht sagen, komm, ich gebe dir 60 Euro und entweder kaufst du das Trikot oder ein Müllsack, in dem vielleicht ein Trikot drin ist, aber auch vielleicht irgendwas anderes. Und da ist ja irgendwie eine pädagogische Begleitung nötig, irgendwie zu gucken, wie trifft man Entscheidungen, wie kommt man dazu, was ist Value. Und ich würde sogar vielleicht meinem Kind, wenn ich mich mit dem Spiel auseinandersetzen, sagen, okay, wir können hier, haben wir die Auswahl zwischen 5 FIFA-Spielern, die alle die Stärke 93 haben, für 20 Euro, wenn du es jetzt ein Jahr spielst, ist mir das 20 Euro für den Start wert, dass du einen 93er-Spieler hast, aber sei nicht enttäuscht, wenn es nicht Neymar ist oder so. Da würde ich aber noch sagen, ja, hey, dann hat er wenig, wir haben 20 Euro investiert für einen 93er-Spieler, okay. Das kann ich noch machen, aber irgendwie da diese pädagogische Begleitung, die ist ja, wie Sie auch schon gesagt haben, gar nicht möglich für die meisten Eltern, die auch noch andere Sachen zu tun haben. Und deswegen denke ich, und das wäre jetzt meine Challenge an die Juristen, dass man da irgendwie was findet, dass man da einfach ein Limiter draufsetzen kann. Weil viele Länder versuchen ja wirklich, diese Sachen zu regulieren. In den Niederlanden ist es gerade irgendwie gescheitert vor dem obersten Gericht. Sagen, der oberste Gerichtshof hat Lootboxen da mehr oder weniger verlaubt. Genau, in Belgien ist es, glaube ich, noch okay. In Japan scheint es auch relativ safe zu sein. Belgien hatte doch eine andere Mechanik. Die haben eine andere Mechanik gefunden. Die haben diese, du guckst in die Box rein, dann weißt du, was du kriegst, du musst die aber kaufen, bevor du die nächste aufmachen darfst. Das ist bei FIFA Ultimate Team auch gerade. Ja? Ja.
Dann haben die das Modell teilweise wahrscheinlich kopiert. Weil natürlich. Gab es in Counter-Strike auch mit einer X-Ray-Gun quasi, wo ich dann in die Box reingucke. Und bevor ich die nächste öffnen kann, muss ich es dann trotzdem erwerben. Moment, das Schöne ist, dass ich das nochmal kurz erwähne. Bei FIFA ist es nicht so, du kannst in die Box reingucken. Und damit du aber in die nächste Box so reingucken kannst, musst du entweder jetzt kaufen oder 24 Stunden warten. Das heißt, man macht sich diese psychologische Komponente. Naja, angenommen, ich will reingucken zunutze, wenn ich jetzt nämlich nicht kaufe, kann ich die nächste noch nicht sehen. Sag mal, wer bereits, entschuldigen Sie, dass ich jetzt die Parallele sage, an der Nadel hängt, hilft das auch nicht, dass er reingucken kann. Und der wartet obwohl es rechtlich, Augenblick, wobei es rechtlich natürlich clever ist. In dem Fall habe ich die Glückskomponente nämlich raus, habe aber die psychologische Suchtkomponente nach oben geschraubt. Und das sind, also es ist Wahnsinn. Das sind ja alles Mechanismen, die eingebaut sind, wenn wir jetzt das Coin-System, was Timo eben beschrieben, nehmen und eben auch dieses System, die ja nur aus juristischer Sicht auf Vorsatz schließen lassen können, weil ich baue so viele Mechanismen ein, die sich auch bei den Handy-Games, da ist es ja bei Candy Crush auch so, ich verliere meine 3 Leben, ich kann entweder 4 Stunden warten, bis es aufgeladen ist, oder ich bezahle einen Euro. Dann sagen die meisten Leute, ich sitze ja jetzt in der S-Bahn, ich bezahle den Euro. So. Und das sind ja alles wirklich bewusst gewählte Mechanismen, die ja nicht zufällig in dieses Spiel gestolpert sind und sich dann im Endeffekt am Ende darauf zu berufen, dass man irgendwie zum Beispiel ein Verbotsirrtum erlegen ist, das muss ja dann Vorsatz sein. Also sonst legen wir die Hürden für Vorsatz ja so hoch, dass wir eigentlich nie mehr auf Vorsatz kommen. Alles richtig, aber einen Punkt möchte ich nochmal ansprechen, weil wir auch sehr viel, sag mal, Bashing was betreiben Richtung Lootboxen. Ich bin auch selber großer Feind von Lootboxen, das merkt man auch mal in Veröffentlichungen. Aber einen Punkt muss man bedenken. Ich habe früher Magic the Gathering gespielt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen noch heutzutage. Das ist ein Trading Card Game, 15 Karten in einer Packung, eine Rare, mehrere Uncommons und so weiter. Und dann gibt es ein Spielformat, das heißt Draft. Man nimmt einen Booster, eine Karte raus, reicht den Kreis rum und dann pickt man immer eine Karte raus und hat ein solches Spielformat. Das ist halt der Draft. Wenn es diese Glückskomponente nicht mehr gibt, ist diese Spielform tot. Das ist einfach eine Sache, die man einfach mal dann bedenken müsste. Angenommen, wir würden das untersagen, gibt es das als Spiel so nicht mehr. Das ist eine Unterhaltungsform. Und dann muss man sich auch meist auch die Frage stellen, nach dem Motto, alle Probleme, die damit zusammenhängen, Stichwort Minderjährigenschutz und so weiter, nehmen dann aber auch die Möglichkeit, eben an solchen Spielen teilzunehmen. Man entscheidet sich dann bewusst dagegen. Und das heißt, der Schutz der einen, das ist für uns Juristen nichts Neues, geht immer zur Freiheit von aller. Das bedeutet also, inwiefern ist es die Entscheidung, Freiheit auf der einen Seite, Schutz auf der anderen Seite. Das ist wie bei allen Sachen. Überwachung, Schutz vor Terrorismus und. Aber Sicherheit. Schutz und Sicherheit schließen sich ein Stück weit aus, genau wie Freiheit und Sicherheit sich ausschließen. Und deshalb haben wir dann hier bei den Spielmechaniken eben auch, wollen wir den Unterhaltungswert, der mit dem Glückskomponententeil verbunden ist, oder wollen wir eben auch den Schutz der Minderjährigen? Und insofern müssen wir Minderjährige ausschließen davon besser gesagt, oder eben doch die Eltern in die Verantwortung einbeziehen, wie es dann teilweise jetzt ist. Das wären so die Punkte. Aber ich glaube, wenn ich mit dem Blick auf die Uhr schaue, wir sind jetzt eigentlich genau bei 16 Uhr angekommen. Für die Zeit war das Panel vorgesehen. Wenn noch Fragen oder Sachen sind, mir brennt es noch auf den Nägeln, dann würde ich da noch drauf eingehen. Ansonsten würde ich noch ein paar Schlussworte finden, wenn ich darf. Brennt noch irgendjemand was ganz besonders auf den Nägeln? Es sind natürlich noch tausend Dinge, die wir diskutieren können. Ich glaube, wir könnten die nächsten 2 Tage noch hier sitzen, weil es macht ja auch Spaß. Ich gucke mal komplett in die Runde. Das Internet schüttelt den Kopf, jawohl. Dann wäre es für alle soweit in Ordnung, dann darf ich ein paar Schlussworte finden. Zunächst erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und zwar bei allen, die mitgewirkt haben, dass sie hier waren oder dass ihr hier wart. Dann nochmal auch einen riesengroßen Dank an den Marvin Roman, der jetzt eigentlich nicht vor der Kamera war, weil er eigentlich auch, glaube ich, jetzt hatte, was wollte ich auch nicht sagen, oder Datenschutz wieder, wie auch immer. Das heißt also ganz herzlichen Dank an die eSport Factory, die das hier wahnsinnig technisch genial gehostet hat. Es ist wirklich toll. Das Team hat hier eine super Arbeit geleistet. Wenn ich die Übertragung sehe, würde ich sagen, wir sind wie im Fernsehen unterwegs. Perfekt. Dafür danke. Dann nochmal einen riesengroßen Dank an HLB Schumacher, an Herrn Jahndorf und Herrn Brüggemann für den Vortrag und auch für das Sponsoring, dass das Ganze hier ermöglicht wurde. Und natürlich danke ich auch meinem ganzen Team von der Forschungsstelle für E-Sport-Recht, dass wir in dem Bereich forschen dürfen. Wir haben für alle, die da auch im Nachgang zu dieser Veranstaltung noch Fragen haben, die Seite esport-recht.de, da finden Sie meine Forschungsstelle
mit ganz kompetenten Ansprechpartnern und da haben wir ganz viele Assoziierte und Kooperationspartner, die ein riesiges Netzwerk bilden. Da würde ich mich freuen, Sie alle auch mit Diskussion wiederzufinden. Das heißt, schicken Sie uns Fragen, wir vernetzen Sie auch untereinander, wenn Sie wollen, und führen das in einem Brainpool zusammen. Und da hoffe ich auch, dass Sie alle was mitgenommen haben untereinander und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmgeräten, wie es so schön immer heißt, im Fernsehen. Und deshalb nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank an Sie alle. Und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, vielleicht sogar nächsten Monat in Wien bei der nächsten Veranstaltung unserer Forschungsstelle oder auch spätestens Oktober, November, wo die 4. Jahrestagung der Forschungsstelle für E-Sport-Recht stattfindet. Und ansonsten auch immer gerne mal bei den sympathischen Leuten hier auf ein kühles Getränk immer gerne. Eine gute Zeit Ihnen. Wir sind raus und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.